Was wir hier sehen, ist eine einfache CAD-Grafik auf einem Hintergrund. Dieser Hintergrund wirkt wie aus einem alten Skizzenbuch. Er zeigt ein Raster wie von einem Millimeterpapier oder so etwas Ähnlichem. Wir sehen so eine Papierstruktur und wir sehen auch so eine Aquarellfläche im Hintergrund. Um das zu realisieren, müssen wir in Photoshop drei Effektebenen miteinander mischen. Das Raster selber kommt ursprünglich aus Illustrator, wird dann in Photoshop aber noch weiter bearbeitet. Nochmal im Detail, wir sehen hier diese Papierstruktur, die besteht aus einer farbigen Ebene, einer grauen Ebene, die mit drei Filtern bearbeitet wurde. Dann gibt es diese Aquarellstruktur, die zeige ich mal vor diesem farbigen Hintergrund mit einer etwas höheren Deckkraft, die ist hier reduziert. So sieht das Ganze aus. Das machen wir mit einem Pinsel oder mit mehreren Pinseln genauer gesagt. Und dann gibt es noch das Raster. Dazu schalte ich das Aquarell kurz aus. Das Raster sieht eigentlich so aus, sehr steril, sehr präzise. Und wird dann mit einem Effekt oder einem Trick in Photoshop so ein bisschen umgefärbt, also es wird weiß und es ist auch nicht mehr ganz gleichmäßig, sondern so ein bisschen fleckiger. Diese drei Schritte werde ich jetzt wie gesagt zeigen. Dazu erstelle ich ein neues Dokument. Wie immer 4K. Und das erste, was wir jetzt machen, ist dieser papierartige Hintergrund. Dazu brauche ich eine hellgraue Fläche. Nichts einfacher als das. Ich nehme eine Farbebene, stelle die auf ein sehr helles Grau. Ich nehme mal hier diesen HSB-Modus, da nehme ich mal 0090, also fast weiß. Weiß wäre 100. Damit ich die jetzt bearbeiten kann, ganz normal mit Filtern, wandle ich diese Farbebene in ein Smart-Objekt um. Damit ist es jetzt keine änderbare Farbebene mehr, sondern eine hellgraue Fläche. Warum hellgrau? Weil die meisten Photoshop-Filter unbedingt ein paar nicht weiße Pixel brauchen, sonst funktionieren sie nicht. Jetzt kann ich ja bei einem Smart-Objekt Filter anwenden und die dann nachträglich alle ändern und angucken und an- und ausschalten. Das ist ja das Schöne an diesen Smart-Objekten. Wir nehmen jetzt die Filter-Gallery. Der erste Filter, der so eine Art Grundstruktur in das Ganze reinbringt, ist im Texture-Bereich. Ich glaube Strukturierung auf Deutsch. Texturizer, da weiß ich jetzt nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Und hier sehen wir schon eine Fläche, eine Struktur. Ich sehe hier oben 100%. Das ist also quasi 1 zu 1. Wir sehen wir später auf dem Monitor in etwa das, was wir jetzt hier auch sehen. Bei diesen Filtern wie diesem gibt es vier Texturen, die man immer auswählen kann. Sandstein, Leinwand und so weiter. Ich nehme mal Sandstein und stelle mal das Scaling auf 200, damit es ein bisschen grober ist. Wie gesagt, alle Filter lassen sich nachträglich wieder zurückdrehen und ich kann auch natürlich mit anderen Tricks diese starken Effekte wieder runtersamplen. Deswegen ist es immer eine gute Idee, möglichst prägnant an diese Sachen ranzugehen und die Sachen eher so ein bisschen deutlicher und krasser einzustellen, als ihr sie vielleicht später braucht. Jetzt habe ich diese Struktur. Ich stelle auch mal hier den View auf 1 zu 1. View 100%, Steuerung oder Command 1. Jetzt haben wir hier den ersten Filter. Den kann man hier sehen. Ich kann ihn auch an- und ausschalten. Das wisst ihr bereits. Ich kann jetzt hier neue Filter anwenden. Das mache ich jetzt auch. Filter, Filter Gallery. Jetzt wechseln wir in den Pinselstrichbereich, Brush Strokes. Spatter. Jetzt sehen wir hier so eine papierartige Struktur oder überhaupt eine Struktur, die man vielleicht mit Büttenpapier oder sowas in Verbindung bringt. Ihr könnt an diesen Radius- und Smoothness-Reglern rumprobieren, was dann passiert. Da ihr das später immer wieder ändern könnt, müsst ihr euch jetzt hier auch gar nicht festlegen. Ich lasse es mal bei diesen mittleren Werten, die passen für mich. Jetzt habe ich so etwas, auch das kann man testweise mal an- und ausschalten. Während wir ohne diesen zweiten Filter so eine Art putzartige Struktur haben, Sandstein heißt es ja auch, ist es damit wieder anders, als ob da so Fasern wären, also eigentlich wie bei Papier vielleicht. Ein dritter Filter, der fast nicht nötig ist, aber den ich trotzdem noch anwenden möchte, Filter Gallery, heißt Spray Strokes. Der bringt einfach nochmal so eine ähnliche Struktur rein, wie ich finde. Auch da kann man jetzt probieren, was die Stroke Length und der Spray Radius machen. Ich lasse es auch hier an der Stelle und klicke mit OK. Und jetzt habe ich so eine Papierstruktur. Okay, das war's schon. Ich kann später, wie gesagt, wenn mir das im Gesamtcomposing zu prägnant ist, zu dominant, kann ich das zurückregeln. Jetzt wende ich mich dem Aquarellthema zu. Dazu brauche ich eine neue Ebene, auf der ich dann mit einem Pinsel oder mehreren Pinseln arbeiten werde. Neue Ebene. Dann möchte ich unter dieser neuen Ebene, die ja erstmal transparent ist, also gar keine Pixel enthält, eine Farbe sehen. Deswegen wähle ich hier die Volltonfarbe und nehme hier einen Blauton. Und wenn ich jetzt gleich mit Schwarz auf dieser neuen Ebene herummale, also mit der Vordergrundfarbe in diesem Fall, dann möchte ich gerne, dass es nicht schwarz ist, sondern sich mit der darunterliegenden Fläche mischt zu einem dunkleren Blau. Dazu stelle ich diese Ebene jetzt mal auf Overlay. Ich werde jetzt mit dem Pinselwerkzeug ein bisschen herummalen. Die Vordergrundfarbe ist auf schwarz gestellt. Wenn das nicht so ist, dann drückt einfach die Taste D und dann X, bis eben das Quadrat der Vordergrundfarbe schwarz ist. Dann nehmt ihr das Pinselwerkzeug und wenn ihr das Pinselwerkzeug auswählt, dann geht ihr hier oben auf dieses kleine Dropdown-Menü und wählt euch irgendeinen Pinsel aus. Nehmen wir mal so einen weichen. Ich habe jetzt hier eine sehr große Pinselspitze. So.
Wenn ich jetzt hier so male, dann seht ihr schon, dass ich hier eine blaue Farbe bekomme, obwohl ich eigentlich mit Schwarz male. Das liegt einfach daran, dass die Ebene auf Overlay gestellt ist und darunter eine blaue Ebene liegt. Was man auch sehen kann, ist, dass die Deckkraft nicht auf 100% steht, sondern nur auf 11% gerade war. Das werden wir auch gleich so machen. Das heißt, wir werden nicht volldeckend immer arbeiten, sondern eben in solchen lasierenden Schichten. Also Pinselgröße steht hier und Deckkraft ist hier. Das sind die zwei wichtigsten Einzelparameter. Und dann gibt es natürlich noch die Pinselform. Und das ist dann der Punkt, auf den wir jetzt gleich kommen, nämlich welche Pinselspitzen nehmen wir eigentlich in unserem Fall, wo wir eine Wasserfarbenoptik haben wollen. Wenn ihr hier auf das Zahnradsymbol klickt, dann seht ihr hier einen Befehl, der heißt Get More Brushes. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr auf eine Webseite von Adobe und dort werden euch Pinselspitzen zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, das sind lauter voreingestellte Sets für Pinsel, die ihr auch selber theoretisch erstellen könntet. Nur hier ist natürlich der Witz, dass es schon da ist und dass das deswegen dann natürlich auch schneller geht. Wie gesagt, Abonnenten der Creative Cloud können das machen. Und wir haben hier verschiedene Sets. Wir nehmen jetzt das Watercolor und laden das herunter. Wenn ihr das gemacht habt mit dem Download, dann könnt ihr hier oben bei den Pinseln nochmal drauf gehen und auch hier wieder auf das Zahnradsymbol klicken und dort auf Import Brushes klicken. Das würde bedeuten, ihr wisst schon, dass ihr so eine kleine Datei irgendwo habt und dann könnt ihr sie auf diese Weise in eure Datei reinholen, Import Brushes. Ja, und dann seht ihr hier in eurem Download-Ordner oder wo auch immer diese Datei und dann könnt ihr sie eben durch Anklicken und Open da reinholen. Ich habe das schon gemacht, deswegen sind sie jetzt hier. Jetzt zeige ich ganz kurz, wie ich grundsätzlich vorgehen würde. Ich nehme also mal zum Beispiel irgendeinen Watercolor Eraser Edge oder Real Watercolor, diesen hier. Stelle die Pinselspitze auf sehr groß. 70 Pixel ist zu klein in meinem Fall. Also ich nehme immer mindestens 200 bis 300, gerne auch mal größer. Ihr könnt, wenn ihr dieses Ding hier schon seht, auch da gleich hinklicken. Dann habt ihr nur meistens auch schon ein Stück Farbe da platziert. Deswegen klicke ich ein bisschen außerhalb, komme dann raus aus diesem Einstellungsfenster und jetzt könnte ich hier also theoretisch rummalen. Man sieht schon, aha, interessant, vor allen Dingen sehr deckend, also gar nicht richtig. Ich stelle mal mit Steuerung 0 oder Command 0 erstmal ein, dass ich alles sehen kann. Mache das nochmal rückgängig. Und jetzt, wie gesagt, die Pinselgröße habe ich ja gerade angesprochen. Jetzt kommt nochmal die Deckkraft. Ich gehe jetzt hier deutlich runter auf 10%. Das testen wir jetzt mal. Vordergrundfarbe schwarz. Und jetzt kann ich hier so malen. Und jetzt seht ihr hier, dass da so ein Fleck entsteht. Das Pinselwerkzeug ist relativ anspruchsvoll, was die Geschwindigkeit eures Photoshop angeht. Jetzt nehme ich was Kleineres oder etwas deutlich anderes. Sowas hier, Add Paper Texture. Stelle die Pinselgröße ein bisschen größer ein, wie gesagt. Klicke erstmal hier seitlich hin. Schau mir an, ob die Vordergrundfarbe schwarz ist. Ja, das ist sie. Jetzt seht ihr sowas hier. Ist auch sehr schön. So, jetzt hatten wir hier so ein bisschen was Kleinteiligeres, was auch ein bisschen anders aussieht. Noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte. Und dann würde ich anfangen, das einfach mal eigenständig so ein bisschen voll zu malen mit verschiedenen Brushes in verschiedenen Größen. Und das würde ich jetzt nicht im Einzelnen zeigen, weil das Video sonst zu lang wird und außerdem ist es ein bisschen langweilig. Ich möchte aber noch ein paar Sachen zeigen, oder eine Sache zumindest, die ich nochmal als Variante da reinbringen möchte. Und zwar gibt es diese Pinselspitzen, die Salt heißen, also zum Beispiel Salt Alt. Und die kann ich jetzt auch benutzen mit einer, da sieht man schon 430 Pixel Größe. Ich mache sie ein bisschen größer noch, 1000. Und jetzt seht ihr, dass hier weiß eingestellt ist. Also Pinselspitzen, so heißen die ja im Photoshop-Jargon, sind ja kleine Konfigurationen eigentlich von einem Werkzeug. Und die kann auch enthalten, dass zum Beispiel die Farbe, mit der gemalt wird, weiß ist. Das ist in diesem Fall auch gut, denn ich zeichne jetzt hier sowas rein. Und das ist natürlich toll, weil da könnt ihr nochmal so eine ganz andere Struktur reinbekommen. Ich stelle auch hier erstmal die Opacity runter auf, sagen wir mal, 50, also so ungefähr zumindest. Und dann sieht das so aus. Ist vielleicht auch ein bisschen stark. Merkt euch aber trotzdem, das ist nicht so schlimm, wenn es ein bisschen stärker ist. Wir wollen am Ende lieber was Kräftigeres haben, was wir dann mit irgendwelchen Tools wieder runtersamplen, als dass es zu langweilig ist von vornherein und wir gar nichts machen können, um es zum Beispiel etwas kräftiger aussehen zu lassen. Die Aquarellebene ist fertig, zumindest nach meinem Geschmack. Jetzt ein paar Dinge, die ganz wichtig sind. Also zunächst einmal könnt ihr diese Struktur mit einer Tonwertkorrektureinstellungsebene sehr gut modulieren. Das mache ich mal kurz. Sowas würde ich mir immer einbauen.
Diese Tonwertkorrektur würde im Moment auf alles wirken, was drunter liegt. Ich klicke deswegen mit gedrückter Alt-Taste auf diese Linie und dann wirkt diese Tonwertkorrektur nur noch auf diese eine Aquarellebene, die übrigens so aussieht. Also so ungefähr sieht die jetzt eigentlich aus, ne? Wir sehen jetzt hier noch so ein bisschen die Papierstruktur. Und jetzt schalte ich mal wieder meine Farbebene an. Gehe wieder auf Overlay. Dann, wie gesagt, die Tonwertkorrektur dafür, dass ihr dann die Prägnanz oder den Kontrast dieser Aquarellebene modulieren könnt. Wenn ihr hier draufklickt, seht ihr das Histogramm der Tonwertkorrektur. Das hier kann man verschieben und dann seht ihr, dass, wenn es nach links geht, es deutlich kontrastreicher wird und nach rechts wird es kontrastärmer. Also da könnt ihr nochmal ein bisschen das, was ihr da gemacht habt, abschwächen oder verstärken. Natürlich kann man auch die Deckkraft runterregeln. Das habe ich in meiner Datei dann auch gemacht schlussendlich. Also dass der Effekt einfach deutlich weniger zu sehen ist. Der soll ja nicht so dominant sein, je nachdem, was man natürlich im Vordergrund noch zeigen möchte vor diesem Hintergrund. Ich lasse es zunächst mal auf der vollen Sichtbarkeit. Und jetzt noch eine andere Sache. Wir haben ja eigentlich uns sehr viel Mühe gegeben, diese Papierstruktur darunter zu erzeugen. Die ist im Moment nicht zu sehen, weil diese blaue Ebene das alles absperrt. Deswegen klicke ich jetzt mal hier drauf und gebe dieser Ebene den Modus Multiplizieren. Damit sehe ich quasi durch diese blaue Ebene hindurch auch das, was darunter ist. Ja, das kann man jetzt hier ganz gut sehen. So, jetzt habe ich also Aquarell, Papierstruktur und auch eine Farbe. Die Farbe ist natürlich jetzt erstmal nur ein Platzhalter und man kann sich jederzeit auch dort eine ganz andere Farbe vorstellen. Da kommen wir dann auch dazu. Die Tonwertkorrektur, um diese Aquarellebene gegebenenfalls zu modulieren. Jetzt hatten wir ja in meinem ersten Beispiel oder in meiner Vorbilddatei dieses Grid. Und dieses Grid ist jetzt etwas, was man nicht so gut in Photoshop machen kann, sondern besser in Illustrator. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich da gemacht habe. Das ist also eine Teilung, die 22 Felder in der Höhe hat und 40 in der Breite. Und dann gibt es nochmal so eine Binnenteilung. Das heißt, ich habe jetzt kein Millimeterpapier, aber ich habe ein Unterraster, was eine doppelt so hohe Auflösung hat wie das größere Raster. Und das habe ich jetzt in Illustrator erzeugt und ich zeige euch jetzt, wie das dort geht. Man muss nicht lange und mit vielen Werkzeugen in Illustrator arbeiten, um das zu bekommen. Das wird dann als PDF exportiert, in Photoshop reingeholt und dann könnt ihr es dort weiter verwenden. In Photoshop haben wir eine Datei mit 3840 mal 2160 Pixeln. Das heißt, hier brauchen wir dann auch so eine. Create New. Ich habe es schon mal gemacht, deswegen ist es hier als Vorlage drin. Ich kann es aber auch neu erstellen, indem ich einfach hier die Pixelzahlen eintrage und klicke auf Create. Und es gibt ein Werkzeug, das heißt Grid, Rectangular Grid Tool. Falls ihr das nicht seht in eurer Werkzeugleiste, kein Problem. Klickt auf diese drei Punkte und dann könnt ihr danach suchen. Da ist es, wenn es schon in der Werkzeugleiste ist, ist es hier ausgegraut. Wenn es das nicht wäre, dann wäre es hier noch weiß und ihr könntet es da reinziehen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr wieder auf diese drei Punkte klicken. Jetzt habt ihr dieses Grid Tool. Und dieses Grid Tool kann euch jetzt ein beliebiges Linienraster erstellen, ein Vektor. Linienraster, für die ihr die Dicke der Linien ändern könnt, auch die Farbe. Und um jetzt zu wissen, wie groß das Raster wird, klickt man da doppelt drauf. Und jetzt haben wir eben gesagt, ich hätte gerne 22 in der Höhe und 40 in der Breite für meinen Primärraster. Jetzt steht hier Horizontal Dividers. Damit sind die waagrechten Linien gemeint, die also meine senkrechte Teilung erzeugen. Und ich brauche, um eine 22er Teilung zu bekommen, 21 Horizontal Dividers. Dann habe ich gesagt, 40 in der Breite. Da sind dann die Vertical Dividers, die so gehen, eben entscheidend. Und da brauche ich dann bei 40 Teilen 39 solcher Divider. Okay, jetzt kann ich das ausgehend von der oberen Ecke, da seht ihr, dass man sich einfangen kann. Intersect kann man das dann zeichnen bis da unten hin und das ist jetzt ein Raster, 40 breit und 22 hoch. Ihr seht, das ist auf Layer 1, das ist okay. Man sieht auch bei den Properties, das sind jetzt Linien, die einen Punkt dick sind. Ich kann die mal auf 0,5 stellen und jetzt habe ich hier dieses Raster. Ich kann mir das auch mal angucken, sieht ganz gut aus. Wie gesagt, das wird dann gleich als PDF exportiert und dann habe ich das in Photoshop auch. Jetzt lege ich mir für das Sekundärraster eine weitere Ebene an. Das mache ich mit dem Button da unten. Jetzt habe ich hier eine zweite Ebene und die möchte ich gerne unter der anderen liegen haben, weil ich möchte, dass mein Primärraster vorne liegt. Vielleicht, weil ich die Farbe des Sekundärrasters nochmal anpassen will. In diesem Fall mache ich das gar nicht, aber dann würden die Primärlinien auf jeden Fall über den Sekundärlinien liegen, was richtig ist. Jetzt nehme ich das gleiche Tool nochmal, klicke nochmal doppelt drauf und nehme jetzt einfach das Doppelte, also 22 in der Höhe hatte ich eben, jetzt brauche ich 44 in der Höhe. Das heißt, ich nehme jetzt hier 43 Divider, Horizontal Dividers und hier hätte ich gerne 80 Teilungen und da ich eine weniger brauche als Teilungslinie, nehme ich hier 79.
Auch okay. Okay, da steht jetzt Anchor Intersect, also das ist im Grunde das gleiche, aber Intersect ist das, was ich eigentlich sehen wollte. Jetzt habe ich hier mein Sekundärraster. Und dieses Sekundärraster sieht jetzt erstmal genauso aus. Ich klicke jetzt hier nochmal in meiner Ebenenpalette auf diesen kleinen Kreis, damit bekomme ich dieses Sekundärraster ausgewählt, gehe zu den Properties, also zu den Eigenschaften und stelle es jetzt auf nicht 0,5, sondern 0,25 Punkt, damit es einfach ein bisschen weniger dominant ist als das Primärraster. Jetzt sieht das Ganze so aus, alles gut. Jetzt wird das Ganze gespeichert als PDF. Illustrator ist ja sowieso gleich PDF. Ich kann also einfach auf Save klicken und wähle dann allerdings nicht Adobe Illustrator aus, sondern PDF. Das ist wahrscheinlich sogar egal. Und dann das Ganze Grid, da ist es schon. Ich habe es natürlich schon mal gemacht, deswegen kann ich es gleich so machen. Aber ansonsten gebt ihr dem Ding irgendeinen Namen, speichert es hin, wo ihr es auch wieder findet. Save, Replace in meinem Fall. Und jetzt dürft ihr hier auswählen Adobe PDF Preset. Nehmt irgendeins. Ich nehme einfach immer das Illustrator Default in dem Fall, weil das vollkommen zweitrangig ist in diesem Fall. Preserve Illustrator Editing Capabilities. Das ist vielleicht ganz okay, wenn ihr das Ganze nochmal später ändern oder anpassen wollt. Save PDF und tschüss. Und jetzt gehe ich wieder zu Photoshop. Und jetzt ist natürlich die Frage in meiner Datei, die ich jetzt schon angefangen habe, wo ich schon zwei Effektebenen habe, also das Papier und das Aquarell. Wo kommt jetzt dieses Raster hin? Ich möchte gerne das Raster da oben drauf liegen haben und deswegen klicke ich jetzt die oberste Ebene an, damit jetzt gleich, wenn ich dieses Raster importiere, eine neue Ebene angelegt wird, die dann da drüber liegt. Wie bekomme ich das PDF jetzt in Photoshop rein? Ihr wisst ja, dass ihr PDFs einfach in Photoshop öffnen könnt. In diesem Fall möchte ich es aber nicht öffnen, sondern in diese Datei reinholen. Das heißt, ich klicke jetzt nicht auf Open, sondern auf Place, und zwar Place Embedded. Also bitte mach es mir dann eingebettet und dann darf man sich das auswählen und auf Place klicken. Ihr klickt einfach auf OK und dann wird es euch an der richtigen Stelle eingesetzt. Drückt einfach Return, dann ist das Ganze abgeschlossen und jetzt liegt dieses Raster auf eurem Aquarell. Das sieht schon ganz gut aus. Man sieht hier oben diese Ebene. Wenn man mal näher rangeht, sieht man allerdings, dass die Linien doch sehr präzise sind und noch so gar nicht zu diesem etwas malerischen Hintergrund des Papiers passen. Jetzt möchte ich gerne einfach, damit wir das besser bearbeiten können, mal diesen ganzen Aquarellkram ausblenden. Ich möchte auch gerne kurz, dass die Farbebene jetzt nicht so einen Papierhintergrund zeigt, sondern einfach nur die Farbebene ist. Deswegen schalte ich die Farbebene mal temporär wieder auf Normal. Und jetzt sehe ich wirklich nur meinen Raster. Ich gehe mal auf STRG 1, Command 1, um mir das Ganze in Originalgröße anzeigen zu lassen. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das jetzt quasi so, dass es wie in meinem anderen Bild nicht schwarz ist, sondern weiß und dass es auch nicht so homogen und einfarbig ist, sondern eben auch so ein bisschen fleckiger. Und das geht jetzt so, dass ich einfach eine Pattern-Ebene darüber lege, also eine Musterebene. Und diese Musterebene soll dann diese Linienebene beschneiden. Ich zeige euch mal, was das bedeutet. Ich nehme jetzt irgendein Muster und zuerst kommt immer das hier neuerdings. Das ist auch ganz okay für den Anfang. Also es ist natürlich nicht okay, aber es ist insofern okay, als es super schön gleich zeigt, wie das funktioniert. Ich klicke auf okay und jetzt ist es wichtig, dass das Pattern über dem Raster liegt. Da habe ich jetzt eben nicht drauf geachtet. Und jetzt seht ihr natürlich erstmal diese Musterfläche und nicht eure Linien. Und jetzt mache ich folgendes. Ich klicke mit gedrückter Alt-Taste auf diese Linie wieder. Und was Photoshop ja in dem Fall eigentlich macht, ist eine Beschnittung Schnittgruppe erstellen. Das bedeutet, dass die Schnittmenge zwischen dem Inhalt dieser Ebene und der da gebildet wird. Die Ebene hier zeigt nur diese Linien, dazwischen ist alles transparent und diese Bereiche, wo die Linien zu sehen sind, das sind dann in dieser Beschnittgruppensituation die Bereiche, in der ich dieses Muster sehe. Ja, und wenn ihr da näher rangeht, dann seht ihr das auch, dass also da die Linien zeigen jetzt quasi dieses Pattern. Wenn ich das alleine anzeige, dann seht ihr, da ist mein Blattmuster. Und wenn ich das jetzt wieder anklicke, dann seht ihr das gleiche Blattmuster immer noch, aber nur da, wo darunter eben diese Linien sind. Und diesen Effekt machen wir uns jetzt für diese ganze Geschichte zunutze. Natürlich nehmen wir dann nicht mehr dieses Pattern, sondern klicken da jetzt mal doppelt drauf und wählen uns irgendwas anderes aus. Dann müsstet ihr dann erstmal gucken, dass ihr euch eure Legacy Patterns and More reinladet, denn da bin ich ehrlich gesagt fündiger geworden. Ich zeige euch gleich kurz, wie das geht. Grayscale, das ist ganz gut. Das nehme ich jetzt auch mal. Und wie gesagt, diese Muster sind das, was man in den Linien sieht. Also wenn die Muster hell sind, dann sind die Linien hell. Wenn die Muster dunkel sind, sind die Linien halt dunkel. Und wenn die Muster ordentlich bröselig sind, dann werden die Linien auch schön bröselig. Das kann man jetzt hier zum Beispiel sehen. Also das ist quasi der Gedanke dahinter. Bleibt mal bei diesem Granit und
Okay, jetzt schaue ich mir das mal aus der Nähe an. Ja, das ist in Ordnung. Jetzt wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, wo ihr diese Legacy-Patterns herbekommt. Das ist hier im Fenstermenü die Musterpalette. Dort könnt ihr diese Dinger laden. Das geht dann hier über dieses kleine Menü. Dort steht Legacy Patterns and More. Also da kommt ihr sozusagen an diese Legacy Patterns überhaupt erst dran, wenn ihr die nicht bei euch schon seht. Das ist wie gesagt der Weg, um an diese Legacy Patterns zu kommen. Wenn ihr das einmal gemacht habt, dann habt ihr sie auch in eurem Photoshop und dann könnt ihr sie auch immer wieder benutzen. Jetzt ist aber dieses Grid fertig und ich möchte jetzt einfach mal die Gesamtkomposition wieder in den Fokus rücken. Das heißt, ich mache jetzt auch mal wieder meine Aquarellfläche an und ich möchte auch gerne wieder meine Farbebene auf Multiplizieren schalten, weil ich ja auch diese Papierstruktur darunter gerne sehen möchte. Und jetzt gibt es natürlich noch so ein paar Dinge, die man anpassen kann. Also zunächst einmal ist mein Linienraster jetzt eben moduliert durch dieses Pattern. Das ist das eine. Ich kann aber auch diese Ebene nochmal auf Overlay stellen, sodass es nochmal eine zusätzliche Modulation durch den Untergrund gibt. Das kann also auch nicht schaden. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen komplexer. Jetzt kann ich das Aquarell ein bisschen abschwächen. Das habe ich gerade schon mal demonstriert mit dieser Tonwertkorrekturebene. Ich kann das also jetzt hier so ein bisschen auf die Seite ziehen, dann wird es ein bisschen weniger dramatisch. Ich kann auch diese Aquarellfläche jetzt ein bisschen in der Deckkraft reduzieren, sodass sie nicht mehr so dominant ist. Das zweite ist, diese Papierstruktur ist jetzt doch sehr stark. Und ganz zu Beginn hatte ich gesagt, man kann ja diese Filter auch in der Deckkraft reduzieren. Nicht nur, dass man sie neu verstellen kann, also zum Beispiel durch Doppelklick auf diesen ersten. Da kommen wir ja zu dieser Textur. Dann könnte ich hier den Maßstab wieder ändern, das Scaling. Ich könnte das also ein bisschen kleiner machen. Aber das will ich gar nicht. Ich möchte die Deckkraft reduzieren und das mache ich jetzt mit diesen kleinen Icons hier. Ich kann jetzt hier doppelt draufklicken und dann kann man hier den Deckkraftregler runterschieben auf irgendwas harmloseres. Genauso den da. Das ist alles sehr kompliziert und Photoshop gibt einem ständig Hinweise, wie komplex alles ist. Jetzt ist das schon ein bisschen weniger und den mache ich auch noch ein bisschen, diesen Sandstone. Ja, das ist das, was ich am Anfang meinte. Ihr könnt am Anfang ruhig sehr kräftig rangehen, weil ihr könnt ja nachträglich alles ganz gut ändern, wie man hier sieht. Auch das Grid kann ich übrigens natürlich in der Deckkraft noch reduzieren. Das muss nicht unbedingt so knallig sein, also dass es ein bisschen dünner wird, ein bisschen weniger dominant. Und dann sieht das Ganze so aus. So, das Fleckige kommt ein bisschen zurück. Jetzt habe ich eigentlich alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich habe allerdings hier noch eine Sache, die dazukommt, nämlich eine klare Trennung von zwei Farbflächen. Und das ist ein kleiner Trick, der gehört zwar nicht zu diesem Thema der Effekte dieses Hintergrunds, möchte ich aber trotzdem kurz noch demonstrieren, beziehungsweise in Erinnerung rufen, denn wahrscheinlich wisst ihr es bereits, das sind Vektormasken für Farbebenen. Ich kann also nach wie vor hier draufklicken und die Farbe ändern. Und diese sind mit einer Vektormaske maskiert. Ich kann also hier zum Beispiel mit dem weißen Pfeilwerk da draufklicken und diese Punkte verschieben und dann ändert sich eben mein Farbfeld, genauso hier. Und das ist natürlich ganz schön, ich kann auch Punkte einfügen und ich zeige jetzt noch ganz kurz, wie das geht. Nehmen wir mal an, ich behalte diese eine blaue Farbebene und möchte die jetzt schon mal maskieren mit einer Vektormaske. Dann klicke ich da einfach drauf. Nehmt das Pen-Tool. Wenn ihr das Pen-Tool nicht habt, klickt unten auf die drei Punkte, ihr wisst schon. Und vor allen Dingen achtet drauf, das Pen-Tool hat 6 Unterwerkzeuge. Und jetzt könnt ihr mit dem Pen-Tool irgendwas zeichnen. Ich mache jetzt mal einfach was mit 4 Punkten und nenne das Ganze Maske. Und jetzt ist das quasi die Maske für diese Ebene. Das hat nur funktioniert, weil diese Ebene vorher angeklickt war. Wie gesagt, es ist nach wie vor eine Farbebene. Das heißt, ich kann doppelt da reinklicken und die Farbe ändern. Und ich kann jetzt aber auch mit dem weißen Pfeilwerkzeug, das ist dann hier, diese Maske ändern, indem ich da auf diese einzelnen Punkte klicke und die irgendwo hinziehe. Ja, und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, das ist ja schon mal schön, aber es ist immer ein bisschen ungenau in Photoshop. Man weiß immer nie so genau, ob man an irgendwelche Ecken kommt und sich da einfangen kann. Das ist natürlich für uns CAD-Freunde ein bisschen unbefriedigend. Deswegen gibt es eine Möglichkeit, die geht über das View-Menü, und zwar New Guide Layout, also neues Hilfslinien-Layout. Und dort legt ihr jetzt einen Raster von Hilfslinien an. Ich zum Beispiel bei mir ganz einfach links, rechts, in der Mitte eine und das gleiche für die Horizontallinien. Das heißt, ich habe 2 Columns und 2 Rows und keine Margins und kein Gatter und kein Nix. Könnt ihr natürlich auch anders einstellen, also zum Beispiel 5 Teile, dann hättet ihr die Möglichkeit, da in der Mitte irgendwas zu treiben. Also so geht das einzustellen. Das könnt ihr dann je nachdem, wenn ihr es nicht mehr braucht, auch wieder rausschmeißen, Clear Guides. Und dann könnt ihr diese Punkte da hinschieben und dann seht ihr, dass ihr euch da einfangen könnt. Das geht nur, weil ihr unter View Snap to Guides eingestellt habt. Das ist aber ein Trick, den man kennen sollte und dann kann man sich in Photoshop ein bisschen besser so fühlen wie auch im CAD-Programm, dass man das ein bisschen genauer alles steuern kann. Und wenn ihr jetzt noch weitere Punkte braucht oder falls ihr zufällig Kurvenpunkte erzeugt haben solltet, dann könnt ihr das reparieren. Im Pen-Tool-Menü gibt es zum Beispiel das Convert Point Tool. Normalerweise
Möchte man in diesem Fall keine Kurven haben, aber kann ja sein, dass ihr vielleicht welche braucht, dann könntet ihr sowas bekommen. Oder aber es waren schon Kurvenpunkte, weil ihr schlampig gezeichnet habt. Und dann könnt ihr mit diesem gleichen Tool diese Punkte zurückwandeln in Eckenpunkte. Ja, das mache ich jetzt auch mal. Zack, jetzt ist wieder ein Eckenpunkt. Und wenn ihr weitere Punkte braucht, geht ihr einfach auf das Add Anchor Point Tool, also Ankerpunkt hinzufügen, klickt irgendwo hin. Jetzt habt ihr einen weiteren Punkt. Jetzt hat euch Photoshop einen Kurvenpunkt erzeugt. Das sieht man an diesen beiden. Das ist nämlich jetzt eine Tangente. Auch deswegen muss ich jetzt da draufklicken. Und jetzt ist es ein Eckenpunkt geworden. Jetzt nehme ich das weiße Pfeilwerkzeug und kann das hier dahin schieben zum Beispiel. Und das hier kann ich dahin schieben. Und dann wähle ich diese beiden Punkte hier aus. Ich kann also auch zwei Punkte auswählen, fasse diese Linie an und ziehe die hier rüber. Und dann habt ihr so etwas. Ja. Und das könnt ihr natürlich jetzt treiben, wie ihr wollt. Ihr könnt dann auch noch eine weitere Farbebene einfügen, mit der ihr das dann auch machen könnt. Also zum Beispiel dieses Orange, was ich da eben hatte. Ein bisschen rötlicher ruhig. Dann kann man die auch maskieren. Die Ebene ist aktiv. Ich nehme das Pen-Tool, zeichne mir irgendein Viereck, nenne das Ganze Mask. Jetzt ist es eine Maske und jetzt kann ich dieses Ding verziehen mit dem weißen Pfeilwerkzeug. Dazu muss ich allerdings immer gucken, dass ich nur einen Punkt ausgewählt bekomme. Und dann nehme ich halt diese anderen Punkte der anderen Ebene. Da kann ich mich jetzt nicht gut einfangen, das ist jetzt aber auch egal. So, und dann füge ich da noch einen Punkt ein. Dann wieder aus dem Ding einen Eckenpunkt machen. A für den weißen Pfeil und dann ziehe ich das dorthin. Okay, das war's. Papier, Atmo, Wasserfarben, Optik und Rasterlinien. Das alles für einen Hintergrund in Photoshop. Wie das geht, ein kleiner Ausflug zu Illustrator war nötig, um diese Rasterlinien zu bekommen. Aber letzten Endes, wie ihr gesehen habt, muss man nichts weiter machen, als ein bisschen mit dem Pinselwerkzeug rumspielen, ein paar Filter und fertig.